Hallo Samen. Wir grüßen vom Campingplatz. Das erste Mal mit Gustl auf dem Campingplatz. Wird spannend. Gleich geht's los. So, also. Ja, wie ihr ja schon gehört habt, jetzt ein kleiner Vorspann. Hallo Samen. Das soll niederländisch sein. Mhm. Und somit wisst ihr jetzt auch, dass wir irgendwo auf einem Campingplatz in Holland stehen. Und wie das jetzt dazu kommt, dass wir jetzt nach Holland gefahren sind, das kannst du ja jetzt mal sagen, oder? Ja, also die Firma Obelink hat uns angeschrieben. Vielen Dank dafür, für das Vertrauen, wo wir doch bekennende Nicht-Campingplatz-Besucher sind. Ja. Aber trotzdem, ja, wir haben uns natürlich darüber gefreut, das auch einmal auszuprobieren. Das macht ja neugierig. Und so sind wir jetzt im Auftrag der Firma Obelink oder mit der Anfrage der Firma Obelink hier angekommen, in Holland schon. Wir stehen schon auf dem ersten Campingplatz. Drei sind uns terminiert. Mhm. Ja. Und die schauen wir uns jetzt an, um euch ein bisschen neugierig zu machen. Das ist ein 5-Sterne-Platz. Ja, er wurde vom ADAC ausgezeichnet 2019 als Campingplatz des Jahres. Oder was weiß ich, wie sich das jetzt nennt. Ja. Ja. Also auf jeden Fall hat er 5 Sterne. Und da sind wir jetzt. Die anderen wissen wir noch nicht, wie viele Sterne die haben. Aber da sind wir auch schon reserviert. Und dann wollen wir zum Abschluss unserer kleinen Holland-Tour natürlich noch bei Obelink vorbeischauen. Mhm. Weil das kennen wir gar nicht. Nein, also ihr habt nur immer wieder haben wir davon gehört, dass das also ein riesen Kaufhaus sein soll für Campingartikel, Zubehörteile, für alles, was man anscheinend für Camping braucht oder auch nicht braucht. Selber haben wir es noch nie gesehen und da bin ich eigentlich auch gespannt drauf, wie das jetzt sein wird. Und wenn ihr da uns anschaut und jetzt ist mir gerade ein kalter Wind sich gekommen, gestern waren wir bei 37 Grad noch gestanden. Ja. Ja. Unsere Facebook-Gruppe haben wir natürlich verraten, wo wir hinfahren und denen haben wir auch gesagt, wie wir abgefahren sind. Euch verraten wir noch nicht, wo wir sind, das kommt erst die nächsten Tage. Aber wir waren gestern in Bad Vilbel gestanden bei 37 Grad und jetzt sitzen wir hier bei 23 Grad und es ist ein frischer Wind. Ja, ihr seht, kurz vor mir frieren. Ich denke, die Ossi hat nur ihre kurze Hose an, weil sie euch ihre Wunde zeigen will. Das stimmt nicht. So kalt ist ja jetzt auch heute nicht gewesen. Und ich muss mir den ganzen Zeit den Spruch anhören, ja. Wenn, sagt sie, wenn ihr ein Missgeschick passiert, dann leidet sie. Und wenn mir ein Missgeschick passiert, dann leidet unser Geldbeutel. Ja, so ist es. Also, und mein Missgeschick war Sturz vorm Fahrrad. Wohlgemerkt von einem stehenden Fahrrad, ja, also, aber es ist jetzt alles wieder soweit in Ordnung. Und ist auf die kleine Dings da noch. Ja, und ich denke auch, dass wir morgen eine Fahrradtour machen können, ja, die haben wir uns geplant, da haben wir uns aus dem Prospekt was rausgesucht und die wird bestimmt ganz schön. Auf jeden Fall hört sich das jetzt interessant an, was wir uns rausgesucht haben und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt. Genau, wir machen jetzt eine neue Playlist. Mhm. Unser Holland-Aufenthalt oder so ähnlich. Mhm. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. Jawohl. Also, so viel als kleiner Vorgeschmack, als kleine Vorankündigung. Wir sind in Holland und wir stellen 3 Stellplätze vor und ein paar Ausflüge dazu und hoffen auf viele Zuschauer. Und dass es euch gefällt. Ja. Also, bis dann. Ciao, macht's gut. Tschüss, wir freuen uns. Tschüss.